Hi und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der FC Bayern Home Office. Diesmal habe ich ein paar schöne Aufgaben für euch wieder, die ihr gerne zu Hause machen könnt. Dazu braucht ihr, wie immer, zwei Tennisbälle, ein Basketball. Ihr könnt auch einen Fußball hernehmen, Volleyball, egal was für einen Ball ihr zu Hause habt. Und heute brauchen wir zwei Tücher. Es können auch zwei Geschirrtücher sein, dann wissen Sie, es keine Handtücher. Wir wollen auch gleich anfangen. Ich habe die Knieballons nach oben gezogen. Wir wollen das Tuch falten, sodass ihr einen ordentlichen Schutz habt, dass ihr nicht mit dem Knie direkt auf dem Boden seid. Ihr könnt auch gerne eine Matte dazu nehmen, ist alles kein Problem. Findet euch ein, der hintere Fuß ist aufgestellt. Und jetzt nehmen wir, wenn das rechte Bein am Boden ist, das linke Bein einfach nach oben und die Fußspitze zieht Richtung Schienbein. Versucht es so 10 Sekunden zu halten. Wer gut von euch ist, der nimmt die Arme nach oben. Wer nicht, lässt sie einfach unten, so wie ich. Dann gehen wir nach hinten mit dem Knie. Die Knie sind nebeneinander und die Ferse zieht Richtung Po-Packe. Ja, hältst du die Balance. Gut, wenn der gut ist, kann die Arme nach oben nehmen. Ansonsten einfach die Balance halten. Und das machen wir jetzt im Wechsel 5 bis 6 Mal. Hältst du einfach 10 Sekunden, wenn du dich gut fühlst. Du kannst auch die Augen zumachen. Entweder ein Auge oder beide Augen. Macht die Sache natürlich noch viel schwieriger. Ich mache es jetzt nicht. Ihr wechselt dann einfach das Knie selbstständig. Die Idee ist, denke ich, glaube ich, für jeden klar. Dann habe ich ein kleines Spielchen. Jetzt dürft ihr gut warm sein. Wir legen die Tücher jetzt ganz auf den Boden. Eins auf dem Boden, das andere habt ihr in der Hand. Jetzt sucht ihr euch ein bisschen Platz. Ich mache es jetzt hier im Kreis. Wer einen langen Raum hat, wer einen breiten Raum hat, kann es auch komplett im ganzen Raum machen. Ihr steht auf einem Bein. Jetzt versucht ihr einfach so große Schritte, wie es geht, wieder auf einem Bein stehen. Und jetzt holt ihr das Tuch hinten, ohne den anderen Fuß auf den Boden abzusetzen. Und versucht einfach so durch den Raum zu laufen. Haltet immer die Balance. Eine extra Schwierigkeit, wenn ihr jetzt auf ein Bein geht, könnt ihr jetzt immer das Knie nach oben ziehen und sauber nach hinten führen, Balance halten, ja, und so weiter. Wieder Fuß nach vorne, Knie nach oben ziehen, Balance halten, andere Tuch holen, ja, um den Gegenstand rum. Ja, ich glaube, ihr habt die Idee verstanden. Knie nach oben, ohne abzusetzen, das Tuch wiederholen. Ihr könnt natürlich auch immer ein Zeitlimit setzen, Wettrennen gegen eure Väter, Mütter, Schwestern und Brüder machen. Ja. Lasst euch einfach was einfallen. So, jetzt zweimal, weil wir doch viel im Homeoffice sitzen oder am Schreibtisch sitzen und Schulaufgaben machen, die wir von der Schule bekommen. Jetzt zweimal die Beine nach oben nehmen. Wir versuchen die Beine komplett zu strecken. Ja, komplett durchgestreckt und die Fußspitzen sind angezogen. Die Handgelenke sind abgeklappt, so wie die Füße. Und jetzt wollen wir 10 Mal einfach pushen. Nur die Fußgelenke und Handgelenke. Fußgelenke, Handgelenke. So, wenn wir das 10 Mal haben, wollen wir die Fußgelenke kreisen. Im selben Rhythmus wie die Handgelenke. 10 Mal, 10 Mal zur anderen Seite. Dann 10 Mal nach innen, außen, nach innen, außen, nach innen, außen. Die Fußgelenke bewegen sich, nicht die Beine. Dann von außen nach innen, von außen nach innen, von außen nach innen. Immer 10 Mal. Haltet durch. Ja? Die Beine werden heiß, die Fußgelenke werden heiß. Die Arme werden ein bisschen warm. Haltet es. Jetzt abwechseln. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Gut, wenn ihr das habt, dann gleichzeitig in eine Richtung 10 Mal, 10 Mal in die andere Richtung und zum guter Letzt nochmal abwechselnd kicken. Haltet durch. Beißt euch durch. Ich weiß, es wird heiß. Die Fußgelenke werden heiß, die Waden werden heiß. Tolle Übung, um so ein bisschen Abwechslung vom Schreibtisch zu gewinnen. Gut, jetzt kommen wir zu den Tennisbällen. Wir bleiben hier gleich am Boden, gehen in eine Push-Up-Position. Jetzt brauchen wir erstmal einen Ball und wir versuchen bei diesen Übungen immer den Hintern stabil zu halten. Wir wollen nicht in diese Position kommen, wir bleiben hier in der Position stabil. Jetzt drücken wir einfach 10 Mal mit dem Tennisball rechts ab, wechseln die Hände, drücken 10 Mal mit dem Tennisball mit der linken Hand. Ja, macht es für euch jede Seite 3 Mal
Dann kurze Pause, ihr seid in der Push-Up-Position. Jetzt habt ihr den Tennisball in der rechten Hand. Berührt euren linken Fuß, übergebt den Tennisball in die linke Hand. Berührt euren rechten Fuß. Das macht ihr auch 10 Mal. Dann haben wir folgende Aufgabe, wieder ein Push-Up. Ja, bleibt stabil, spannt euren Bauch an. Jetzt wollen wir 2 Dribbeln mit links und rechts. 1, 2, Handwechsel, 2 Dribbeln mit links. 1, 2, 1, 2, Handwechsel. 1, 2, Handwechsel. 1, 2, Handwechsel. 1, 2, Handwechsel. 1, 2. Immer so weiter, bis ihr 60 Handwechsel habt. Ja, ist eine toffe Aufgabe, aber kommt da ein bisschen rein. Dann noch ein kleines Spiel in der Push-Up-Situation. Push-Up, jetzt habt ihr den Ball in der linken Hand. Rollt ihn einmal komplett um die rechte Hand. Dann rechte Hand komplett um die linke Hand. Das gleiche macht ihr jetzt mit den Füßen. Versucht wieder den Hintern hinten zu, unten zu halten. Jetzt der rechte Fuß versucht den Ball vorne oder hinten rum, um den linken Fuß zu kreisen. Ja, ihr seht, das ist nicht so einfach. Haltet die Balance, haltet den Hintern unten. Dann linker Fuß um den rechten Fuß. Genau. Gut. Weit wieder nach vorne. Das Ganze 3 Runden. So, jetzt wollen wir im Stehen den Tennisball zwischen Zeige und Mittelfinger nehmen. Ja, erste Aufgabe ist einfach den Ball zu balancieren. Und jetzt setzen wir uns einfach mit gestrecktem Arm. Setzen wir uns hin. Strecken die Beine aus. Und mit Hilfe der anderen Hand wieder aufstehen, ohne dass der Ball runterfällt. 5 Mal rechte Seite, 5 Mal linke Seite. Dann machen wir es ein bisschen schwieriger. Jetzt balanciert ihr die Bälle auf beiden Händen. Auf beiden Händen. Ja, ist nicht so einfach. Vielleicht findet ihr jemanden, der euch die Bälle auf die Finger legt. Jetzt probiert ihr das Ganze mit 2 Bällen. Ihr setzt euch. Eure Technik, wie ihr wollt, haltet die Balance, ja, ist nicht so einfach, wie gesagt, findet eine Lösung, aber ihr versteht, glaube ich, die Idee. Jetzt habt ihr die Bälle auf den Fingern, jetzt ohne Hände aufstehen. Das Ganze macht ihr auch 5 Mal. Dann nehmt ihr den Basketball in die Hand, um wieder ein bisschen Rhythmus zu kriegen, wollen wir jetzt einfach den Ball mit der linken Hand nach oben schmeißen und drehen. Und so lang wie es geht, drehen zu lassen in der rechten Hand. Ja? Ihr seht, der Ball dreht sich, aber berührt meine Hand weiterhin. Das Ganze dann auch mit links. Ja? Ordentlich andrehen, der Ball dreht sich richtig in die Hand rein. Dann, Ball, macht es für euch so eine Minute lang, sodass ihr ein schönes Ballgefühl bekommt. Dann wollt ihr den Ball, ja, permanent an der Hand halten, aber die Hand dreht sich um den Ball. Ja? Die Hand dreht sich um den Ball. Ja, versucht es auch, 30 Sekunden, ja, einmal Vorderseite, dann dreht er um die Rückseite und wieder nach vorne. Ja, macht es ruhig 30 Sekunden, am besten nicht neben dem besten Service der Mama oder der Oma, das ist ganz gefährlich. Ja, wenn nicht, dann nehmt ihr die linke Hand dazu und versucht schneller zu werden. Dann kommen wir in Touches. Touches, einfach mit den Fingerspitzen den Ball nehmen und kleine Berührungen mit dem Ball. Dabei könnt ihr nach oben gehen. Ja, gut, dass die Decke weit genug entfernt ist. Wenn nicht, geht ihr auf den Knien einfach runter und den Ball nach vorne nehmen. Ihr könnt jetzt auch mal nach unten gehen. Aber der Ball bewegt sich permanent auf den Fingerspitzen. Ja, macht es mal 2 Minuten, bis die Arme, bis die Handgelenke warm sind. Dann Reverse. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass wir letzte Woche oder bei der letzten Sendung den Ball von hinten nach vorne geworfen haben. Ja, jetzt kommt die Variante ein bisschen schwieriger. Jetzt haben wir den Ball vorne. Wir werfen ihn zurück und fangen ihn. Wow. Ja, denkt an Service. Nach von vorne, nach hinten. Von vorne und ihr fangt ihn hinten. Ja, wieder mit links muss man es natürlich auch können. Nicht so einfach. Von vorne, hop, catch. Mit links. Das ist die Idee. Dann macht ihr das gerne 20, 30 Mal, so dass ihr euch sicher fühlt mit dem Ball. Letzte Aufgabe, was das Ballhandling angeht. Jetzt steht ihr da in der Position, guckt, dass die Decke weit genug weg ist. Jetzt werft den Ball nach oben, hopp, einen Schritt nach vorne, fangt hinten. Hopp,
Jetzt mal andersrum. Von vorne, ab. Versucht, ab, dass der Ball nicht euren Rücken berührt, sondern nur die Hände. Der Ball ist nur in der Luft und die Hände fangen den Ball. Gerne auch 20 bis 50 Mal probieren. Ja, gerne zwei, drei Mal am Tag probieren. Das ist eine tolle Aufgabe. Jetzt was, um vielleicht für die Wurftechnik zu üben, ohne den Nachbarn zu stressen. Ich mache alle Übungen, versuche ich ohne Dribblings zu machen, weil der eine oder andere Nachbar findet das, glaube ich, nicht so toll. Ihr nehmt den Ball an den rechten Oberschenkel. Wenn ihr Rechtshänder seid, dann rechter Fuß ein bisschen nach vorne, gute Basketballposition, ein bisschen breiter als die Schultern vielleicht. Rechter Fuß nach vorne, so wie ihr normal werft. Arm ist gestreckt. Jetzt nehmt ihr den Ball so lang es geht hier bis zur Hüfte und kommt in die Wurfposition. Also, hopp, nach oben ziehen. Hopp. Oben ziehen, Handgelenk ist abgeklappt und Feuer. Von unten, ja, bis das Handgelenk in der Wurfposition ist und dann einfach in die Wurfbewegung. Ja. Das könnt ihr mit rechts mal machen, aber wir wollen auch mit links scoren können. Also Arm ist komplett gestreckt, rollt bis der Wurf in der Wurfhand ist und dann sauber zur Wurfbewegung. Viel Spaß bei den Übungen. Wie immer, lasst mir gerne Nachrichten, Kommentare überall auf den ganzen sozialen Medien. Ich freue mich auf die nächste Sendung, bin gespannt, wie ihr euch weiterentwickelt. Viel Spaß und bis bald. Ciao.